Willkommen zu meiner neuen kleinen Videoreihe. Diesmal geht es um populäre Farmbuilds. Die Popularität setzt sich dadurch zusammen, dass sie relativ einfach zu lernen sind, man schnell an die jeweiligen Orte kommt und man einen guten Ertrag hat, wenn man zu den richtigen Zeiten farmt. Und damit fange ich mit dem Elementarmark hier an. Der Farmplatz unserer Wahl ist die Jagermoräne. Warum man dort farmt? Man farmt dort für goldene Gegenstände und die Event-Items. Dazu sage ich später nochmal etwas. Was man benötigt für den Farmrun ist den Hardmode für Eye of the North und den Außenposten Scharfauges Anhöhe. Hier seht ihr jetzt das Bild, was wir benutzen werden. Den GWBB-Code, den werde ich in die Description noch posten, damit ihr es einfach abkopieren könnt. Ja, grundlegendes, die Skills, Glyphe der Schnelligkeit, Obsidianfleisch, Steinfleischaura, Mantra der Erde, Verschwendung, Ableben des Verschwenders, Arcanes Echo und Eile des Sturm Djinns. Ja, Erdmagie sollte auf 11 sein, dann noch ein Kopfteil auf Erdmagie und noch eine überlegene Erdmagie-Rune. Die Beherrschungsmagie auf 11, Inspirationsmagie auf 7, Luftmagie auf 5 und den Rest, also 2 Punkte in Energiespeicherung. Zur Ausrüstung irgendeine Maximalrüstung, am besten mit Radiantenbefähigung. Ein Kopfteil, wie schon gesagt, mit plus 1 auf Erdmagie, sollte auch maximal sein, also 60 Rüstung. Und als Waffe irgendein Zweihandstab, egal was für einer, mit verlängerter Verzauberung 20% oder halt eine Einhandwaffe mit verlängerter Verzauberung 20% und einem Schild oder Fokus. Irgendwas, egal. Dann ein leeres Inventar, denn ihr werdet einen kurzen Weg gehen müssen und dort dann in einem Gebiet farmen und dann immer wieder rezone. Umso länger ihr dort bleiben könnt, desto besser ist das, denn so desto mehr lohnt sich das. Und ja, alle Taschen, die es gibt, mit den Runen aufgerüstet, also dass ihr ordentlich Platz habt. Und optional eine plus 1 Energiespeicherungsrune und eine plus 1 Luftmagierune in der Rüstung drin. Sonst müsst ihr nichts beachten und jetzt kommt der Run. Zum Weg erstmal, ihr startet von Scharfauges Anhöhe. Das ist die Grenze vom Norngebiet zum Chargebiet. Achtet darauf, dass ihr den Hardmode anhabt und lauft dann einfach los. Den Weg so, den ich jetzt gerade laufe. Ihr benutzt Eile des Sturm Djinns, um euch schneller zu bewegen. Man braucht es nie, aber es ist halt praktisch, denn so geht der Run schneller. Ihr könnt eigentlich jeden Gegner vermeiden. Es gibt jetzt einen Gegner, das seht ihr jetzt auch hier gleich, das ist ein Wurm. Wenn der kommt, sofort die Steinfleischaura, also Skill 3 machen, dann macht diese Galle, die er auf euch castet, nur noch 8 Schaden anstatt von 40. Und ihr überlebt auch die ganze Sache. Der Farm selbst ist relativ simpel. Ihr geht in das Gebiet, guckt, dass ihr den Non-Titel anhabt, das kann helfen. Macht das Mantra der Erde an, guckt, dass die Energie wieder ein bisschen auflädt. Und richtet euch gleich an die rechte Seite, castet die Glyphe der Schnelligkeit, dann Obsidianfleisch, dann noch die Steinfleischaura und lauft los und lockt die Gegner zusammen. Durch die Kombination Obsidianfleisch, Steinfleischaura und Mantra der Erde bekommt ihr 0 Schaden, wenn die drei Sachen immer oben sind. Und könnt die deswegen ganz gut tanken. Was ja auch Sinn des Bildes ist. Nachcasten definitiv nicht vergessen, Steinfleischaura kann man so casten, Obsidian vielleicht immer mit der Glyphe vorher. So könnt ihr das permanent aufrechterhalten. Ja, jetzt lockt ihr alles zusammen, wartet ein bisschen, Zeit hat man genügend. Die machen ja keinen Schaden. Die Verzauberung nachcasten. Und dann castet ihr Arcanes Echo, doppelt damit den Ableben des Verschwenders. Und spammt den. Also ihr castet den, drückt Tab zum nächsten Gegner, castet dort drauf, Tab, nächster Gegner. Ja, während das natürlich nicht vergessen, die Steinfleischaura und Obsidianfleisch oben zu halten. Ja, Verschwendung natürlich auch mit Spam. Und wenn nur noch einer da ist, dann den genauso töten wie die anderen. Verschwendung drauf, Ableben drauf und das runterticken lassen. Das ist es eigentlich. Die Ausbeute sieht ein bisschen mager aus, das ist normal. Zu Eventzeiten kriegt man definitiv viel mehr, weil die Event-Items nicht vom Droppool abhängig sind. Und das macht den ganzen Run lohnt. Das gleiche macht ihr dann noch auf der anderen Seite. Und dann rezont ihr und macht das gleiche nochmal.